Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, meine Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, ich bleibe nach wie vor ein aktiver Spritzer hier auf diesem Kanal, meine Freunde. Ich mache mir mal ein bisschen mehr Licht an. Das gefällt mir nämlich bei der Aufnahme persönlich besser. Im Hintergrund habt ihr heute irgendein Gameplay. Ich habe absolut keine Ahnung. Irgendwas aus der Beta. Ihr habt den Titel wahrscheinlich auch schon gelesen. Es geht also heute um das neue COD, beziehungsweise um das, wie dieses COD alles verändern könnte, und darauf habe ich richtig Bock, mit euch zu reden. Wer Bock hat auf mehr Scorpion Plays und mehr Gaming generell, der kann sehr gerne abonnieren. Und ich würde euch empfehlen, kleiner Tipp, ich verlinke euch mal meinen TikTok. Ihr denkt euch jetzt so, hä, TikTok? Aber ich mache da gerade sehr viel COD-related Stuff. Also wer mal vorbeischauen möchte, der kann das gerne tun. Auf jeden Fall ist die Beta jetzt ja um die 2 Wochen her und wir sind so ein bisschen im luftleeren Raum gerade. Wir wissen alle nicht so genau, was machen wir jetzt. Also gerade die COD-Bubble, was spielen wir, was wollen wir tun? Viele werden wahrscheinlich jetzt Warzone spielen oder gar nichts. Übrigens, was macht mein Bart hier? Also er macht Rückwärtssalto, Flick, Flag, Overduck oder was ist das hier gerade? Naja, egal, könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen, was der Bart hier gerne macht, Leute. Naja, auf jeden Fall merke ich aber so eine Entwicklung, die ich seit Jahren so nicht mehr gespürt habe. Und zwar glaube ich, dass MW3 COD zum ersten Mal seit Jahren wirklich mal wieder weiterbringen wird. Und das glaube ich, weil ich einfach ein Community-Gefühl gerade spüre, was ich sehr, sehr lange nicht so gespürt habe. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel an Twitch denke, wo ich aktuell sehr, sehr häufig live bin, dann denke ich an so eine Bubble, die es lange nicht mehr in der Kombination gab. Und zwar, es spielen jeden Abend so feste Crews irgendwie zusammen. Und ich meine, Leute, wir spielen gerade Modern Warfare 2 im Stream. Ein Spiel, was nie zu keinem Zeitpunkt irgendjemanden interessiert hat. Die Leute haben sich das höchstens geholt, damit sie dann Warzone weiterspielen können. Aber Call of Duty Modern Warfare 2 Multiplayer hat wirklich keine Sau interessiert. Und ich streame das aktuell, habe letzte Woche, glaube ich, 5-mal gestreamt und habe durchschnittlich 2200 Zuschauer gehabt um 1 Uhr nachts in einem Spiel, was keinen interessiert. Und wenn das nicht alle Vorzeichen auf, oh mein Gott, es ist in der COD-Szene nicht ganz vorbeistellt, dann weiß ich es auch nicht, Leute. Es wartet dieses Spiel auf uns und ich overhype es nicht, weil es mir irgendwas bringt. Das habe ich aber die letzten Jahre schon gesagt. Ganz im Gegenteil, ich glaube nicht, dass ich gerade von Call of Duty, von Activision noch ein großer, ja, also ich glaube nicht, dass die Jungs von Activision jetzt gerade noch große Marcel-Fans sind. Also ich habe noch nie auch Geld für meine Meinung für COD bekommen oder sonstiges, damit ihr das schon mal wisst. Aber es ist wirklich das Gefühl. Ich meine, wenn ich damals zum Beispiel an Vanguard-Release denke oder Cold War, da war so, ja, es ist halt jetzt raus und ja, gut, und aber dann irgendwie weiß ich nicht. Aber jetzt ist es wirklich so, wir sind alle gierig nach der Beta, zumindest die Jungs, mit denen ich so spiele. Ich kann ja nur, so wie ihr auch, ich kann nur von meinem Zockerkreis reden, ihr nur von eurem. Aber mein Zockerkreis ist so maximal hyped auf dieses Game und wir haben alle so heftig Bock drauf auf den Release. Und wir haben jetzt vor 2 Wochen aufgehört, MW3 zu spielen und spielen jetzt MW2 einfach nur, um irgendwas zu spielen. Und so eine Vorfreude auf ein neues COD, kann ich ja nur subjektiv sagen, hatte ich aber seit langer Zeit nicht mehr. Und zwar, weil ich glaube, dass dieses COD vom Game her vieles richtig macht. Und ja, ich glaube, die Leute haben einfach Bock drauf, mal wieder was zu spielen, was sich geil anfühlt vom Game her. Es gibt natürlich auch Punkte, da komme ich gleich nochmal zu, die natürlich geändert werden müssen, weil das Spiel wird nur alles verändern, wenn es auch wirklich reinklatscht, wenn es wirklich funktioniert. Aber ich glaube, die Vorzeichen stehen gerade gut. Allein schon deswegen, weil halt aktuell so wenig Games irgendwie da sind. Wenn ich auf Twitch gehe, Leute, ohne Witz, es ist ja eigentlich mal eine Gaming-Stream-Plattform gewesen. Wenn ich jetzt, ich sehe nur noch irgendwelche Ollen in hier Hot Tubs, die ihren Arsch in die Kamera zeigen, dann sehe ich Just Chatting und vereinzelt hier und da spielt mal jemand irgendwie für ein Placement ein Game oder mal eine Runde Minecraft, jetzt gerade, glaube ich, Craft Attack und COD sehr, sehr wenig und generell Valorant hat jetzt auch, also klar, ist auch nicht meine Bubble, aber hat jetzt auch nicht so viele Viewer, wie ich das erwarten würde. Und diese ganzen Games, es gibt dieses absolute Hype-Game nicht. Und ich glaube, die Leute hätten Bock auf ein gehyptes COD, wenn es ein geiles Spiel wird. Und wie entsteht der Hype? Das habe ich auch schon mal neulich erklärt. Der Hype entsteht dadurch, dass man einfach sieht, dass seine Freunde spielen, dass die YouTuber spielen, dass die Streamer spielen. Dadurch entsteht dieses, boah, welche Waffe könnte ich jetzt ausprobieren? Welches Perk spielst du da? Wie hast du das gelevelt? Das sind so Sachen, das, genau wie Monte das neulich im Video hier gesagt hat, mit diesem Punkt,
dass er gesagt hat, er hat sich früher, als er beim Baumarkt in der Ausbildung war, Notizen gemacht, welche Waffenklassen er abends ausprobieren will. Und das ist doch auch richtig geil. Also das macht doch richtig Bock auf mehr. Und dadurch entsteht dieses Gefühl. Bei mir kommt dann auch mein neuer PC jetzt die Tage an. Das heißt, also ich spiele ja mittlerweile auf PC, einfach wegen der Performance und das ist mit Aufnehmen und Streamen in einem natürlich ein bisschen einfacher. Und dementsprechend habe ich da auch maximal Bock drauf. Also ich habe richtig viel Kohle investiert, Leute. Ich habe mir wirklich den besten PC rausgelassen, der überhaupt, also natürlich jetzt nicht auf Monte-Level, ne, aber ich habe mir einen PC für 5.500 Euro konfiguriert. Da ist wirklich alles drin, der ist maxed out eigentlich und das, um halt für euch die bestmögliche Qualität zu bieten. Und ich merke das halt auch auf Twitch so, ich wurde so brutal gut angenommen. Ich habe innerhalb von 5 Streams fast 1000 Subs, wir sind immer über 1500 Zuschauer. Ihr seht ja auch, dass ich hier auf YouTube streame. Kleine Info, ich mache einen Simultan-Stream, würde euch aber empfehlen, auf Twitch zu kommen, weil ich kann nicht 2 Chats gleichzeitig lesen, darauf habe ich auch keine Lust. Außerdem sieht Twitch das auch nicht so gerne. Man darf mittlerweile Multistream, aber man darf halt nicht den Chat zu sehr einbinden von den anderen Plattformen und deswegen möchte ich das auch gar nicht machen. Also kommt einfach auf Twitch rüber, wenn ihr den YouTube-Stream seht oder wenn ihr halt irgendwie jetzt, wenn ihr jetzt sagt, okay, komm, ich lasse den Stream einfach laufen und wir gehen dann pennen oder so, dann könnt ihr natürlich auch auf YouTube schauen. Ist ja ganz klar, auch wenn ich davon halt etwas weniger profitiere, aber ist ja auch eigentlich ziemlich egal. Aber dass wir halt so viele Leute sind in einem Spiel, was einfach keine Sau interessiert, das ist doch der Real Shit. In einem Spiel, was keine Sau jemals interessiert hat. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr der Meinung seid, dass MW2 jemanden mal interessiert hat. Das ist einfach nicht so. Dieses Spiel hatte einfach diese Relevanz in der COD-Community nicht. Genauso wenig wie die letzten Spiele davor. Aber ich glaube, wenn wir zusammen Bock haben und dieses Spiel MW3, wenn wir diesem Spiel eine Chance geben, und wenn sich ein paar Sachen ändern, dann könnte das wirklich funktionieren. Aber natürlich, und ich werde es jetzt, ich rede mir den Mund gerne fusselig mit dieser Thematik, aber ich glaube, dass wir der Meinung sind, dass wir uns alle der Meinung sind, dass, ich weiß nicht, ob das Deutsch war, keine Ahnung, dass wir alle der Meinung sind, dass Skill-Based Matchmaking natürlich raus muss. Und wir haben ja jetzt die komplette Übernahme von Activision gesehen. Ja, das heißt, es wird eine neue Chefetage geben. Dazu hat Heftig auch ein Video gemacht. Es werden sicherlich neue Menschen dort Entscheidungen treffen. Das heißt, wir haben auch hier, und das ist der zweite große Punkt, eine große Chance auf eine große Veränderung. Weil ihr wisst selber, die Sesselfurzer, die in der oberen Etage sitzen, seit 20 Jahren dasselbe machen, die sind nicht so für Innovationen gemacht. Natürlich gibt es immer Umsatzmaximierung, es ist eine riesen Franchise, es geht darum, Kohle zu scheffeln, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, ist auch nicht verwerflich, da hängen tausende Existenzen, Mitarbeiter, whatever dran. Aber wenn die Chefetage sich mal ändert oder in den Executive-Positionen die Leute sich mal verändern, dann ist es meistens ein Zeichen für Umschwung. Das ist wie beim Fußball, wenn der Trainer wechselt, ne? Jetzt Horst Rubesch bei den Frauennationalmannschaft, bei der Frauennationalmannschaft, zack, 5 Tore gemacht gegen Wales, ne? Ihr wisst, wie es läuft. Das heißt, es ist dieser frische Wind, der es hin und wieder mal sein muss. Und das ist für mich der zweite große Punkt. Also wenn wir es als Community schaffen, weiterhin so wie jetzt gerade auf Twitch, das Game zusammen irgendwie abzufeiern und zu freuen und zu sagen, ey, das wird geil, Mann. Und zu Release werde ich mich auch kaputt streamen, Leute. Also freut euch auf jeden Fall darauf. Aber die nächsten Tage, also morgen und übermorgen, werden auch wieder Abendstreams kommen. Ich fange immer um 22 Uhr an oder vielleicht auch ein bisschen vorher. Ich bin aktuell eher so in diesem Nachtmodus, macht mir irgendwie mehr Spaß. Und dann noch mit der neuen Chefetage gepaart, beziehungsweise mit eventuell hier und da ein paar neuen Mitarbeitern, ist natürlich die Frage, wie viel sie umstellen, könnte das massiv geil werden, dieses Spiel nochmal nach oben zu bringen. Ich meine, sogar Leute wie Anton haben Bock zu spielen. Ich spiele jeden Tag mit Heptic, das heißt, zwei wirklich große Creator aus der COD-Szene spielen mal wieder zusammen. Das ist ja eine Sache, das ist so selten gewesen die letzten Jahre. Jeder hat nur sein Zeug gemacht. Heptic schickt mir jeden Tag ein Bild, wie er schon irgendwie am Aufräumen ist zu Hause, wie er sich Essen macht, aber trotzdem schon die Konsole an ist und sagt, boah, also oder sein PC an ist und er dann sagt, boah, Marcel, ich habe so Bock, lass mal heute Abend wieder reingehen und so. Und guck mal, Leute, ich spiele MW2 mit irgendwie 80 bis 90 FPS auf dem PC, während ich streame mit echt niedrigsten Einstellungen, damit ich irgendwas liefern kann, weil ich halt eben so Bock darauf habe und mich dann sogar durch suboptimale Bedingungen da durchquäle, um den Content halt für euch rauszuhauen. Und ich muss mich auch fett bedanken, ich meine, guckt euch mal die letzten Videos an, natürlich jetzt die MW2 Live-Commentaries werden jetzt nicht so die Views ziehen, da sind wir uns auch einig, aber
diese Videos mit Monte, Haptic und Anton zum Beispiel, das hat so Spaß gemacht und ihr merkt, dass ich halt aktuell Bock drauf habe und wieder back bin und so viele schreiben mir das auch und so. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt glaube, dass es eine kurze Phase sein wird, so wie es vielleicht die letzten Jahre mal war, sondern ich habe das Gefühl, dass MW3 auch da wieder maßgeblich beteiligt sein wird, wenn das Spiel nämlich geil ist, wenn es rauskommt, wenn wir Spaß haben auf den Maps, Waffen leveln, mit Zusammenflicken, mit Orbi, wenn wir durch die Lobbys rasieren, dann wird der Spaß automatisch extrem wieder da sein. Und dann bin ich mal gespannt, wie viele der Oldschool-Hasen vielleicht sich sogar nochmal sagen, komm, wir schmeißen das Spiel an, was den Effekt dann nochmal bestärken wird. Also, bin ich komplett grünäugig gehypt auf das Spiel? Nein, ich bin Realist, ich weiß, dass das Fail-Potential extrem hoch ist, dass es passieren kann, dass wir es nicht so feiern, wie wir es jetzt denken, dass es passieren kann, dass es enttäuschend wird, aber warum sollten wir den Teufel an die Wand malen? Vielleicht ist es ja mal anders. Erwartungen an COD sollte man sowieso keine mehr haben, aber so ein bisschen Vorfreude, von der man ja auch lebt, die sollte da sein. Und wenn wir als Community zusammen Bock haben, das Game zu grinden, noch ein letztes Mal vielleicht, wer weiß schon, wie viele gute Teile noch kommen, weil das Spiel an sich ist nicht schlecht, das hat man in der Beta festgestellt. Ja, dann werden wir das wohl mal gemeinsam herausfinden, meine Freunde. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch was. Ich werde heute Abend auf jeden Fall einen witzigen Abend haben. Wer das ein bisschen mitverfolgen will, der kann gerne meine Instagram-Stories heute Abend mal abchecken und geht, wie gesagt, mal auf TikTok rüber, wenn ihr darauf Bock habt. Und ja, ich hoffe, MW3 wird reinscheppern. Noch anderthalb Wochen und dann geht's los, Leute. Und bis dahin versuche ich auch noch hier und da natürlich ein Video so rauszuhauen. Lasst mir gerne eine Bewertung da, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.